Ja. Karfreitag, hab mir gedacht, eine schöne Gegend aus. Das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig. Ich war schon ein paar andere, mehrere Aufnahmen zwischendurch gemacht. Au, oh, das werde ich hier jetzt nicht mit draufschneiden. Also wie gesagt, ich bin heute unterwegs nach Richtung Paulum zu meiner, also zu meinen Eltern. Und ja, war schon wieder viel los, also nicht jetzt unterwegs. Ich hatte jetzt ein bisschen Ruhe, besonders im Wald konnte ich etwas entspannen beim Laufen. Also ich habe auch gemerkt, im Wald, da kommen die nicht so sehr durch, aber das ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Aber wenn ich dann halt so aus Richtung komme, dann werde ich schon regelrecht erschlagen. Also die mit ihren Anpassungen, Justierungen, Laseranpassungen, das haut alles nicht so hin, das interessiert die auch eigentlich gar nicht. Also was heute schon wieder los war, da bin ich echt froh, rausgekommen zu sein aus meiner Wohnung und jetzt zu meinen Eltern zu laufen. Ich hoffe, da lassen sie mich wieder in Ruhe, wie das letzte Mal. Also gestern Abend war es ja schon irgendwie, ja, was halt komisch. Man hat mir gestern Abend mehrmals wieder hier über mein rechtes Auge, also nicht immer dieselbe Stelle, sondern hier und hier, volle Kanne reingeschossen. Wäre ich unter meiner Abschirmung nicht gewesen, dann hätte ich ziemlich starken Schmerz davon gehabt. So muss ich nur ein bisschen klopfen und entspannen nebenbei mein Muskelgewebe, damit dann die Luft entweichen kann, weil das schwillt echt sofort da drin alles an und verkapselt Luft und dann brauchen die nur ganz sanft, ganz leicht drauf zu schießen, um Schmerzreaktionen, also Schmerzaggressionen auszulösen. Das sind Schmerzen und wenn die dann ganz, das ist wie so ein Druck dann, ein leichter elektromagnetischer Druck, den die auslösen. Ja, ich muss mich auch beeilen. Und vorhin zu Hause, ich habe schon ein Tagebuch geschrieben, hat man mich aufs Übelste verbrannt, also richtig krass verbrannt. Also ich habe mein Unterhemd hier angezogen, das war noch nass, hatte mein anderes Abschirm-T-Shirt drüber. Das hat alles gebrannt, meine ganze Haut, komplett. Also man sieht ja, also das ist ja alles schon gewaschen, das ist ja kein Reinkupfer, das brennt ja nicht mehr so auf der Haut oder so. Ich habe hier keine Ausreizung oder sonst was hier, gar nichts. Aber das sind richtige Mikrowellen, das hat gebrannt wie Feuer, echt. Und ich war wie betäubt durch die Wohnung schon gelaufen, ich bin gestolpert, ich hab was fallen gelassen und die immer auf mich raufgehämmert, auf mich eingeredet, richtig schamlos. Also das war richtig schlimm, die hatten vor, mich heute zum Karfreitag richtig brutal wahnsinnig zu machen. Und da bin ich froh, dass ich rausgekommen bin, echt, das war krass, ich muss mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Kamera wieder voll ist. Also das haben die heute mit mir gemacht, wie Heiligabend vor 2 Jahren. Da haben die das mit mir gemacht. Da war es aber noch krasser. Da war ich noch weniger abgeschirmt. Da konnte ich mich noch weniger wehren. Ich habe heute hier einen ganzen Tisch runtergeräumt vor Wut. Das war nur ein Brummen, mein Getöse. Und die haben auf mich, also das war irgendeine Frau oder weiß ich nicht, die hat schon fast wie ein kleiner Junge geklungen. Total unverschämt auf mich eingeredet. So völlig schamlos. Ich will das jetzt gar nicht nachmachen. Ich will mich jetzt nicht lächerlich machen. Aber das ist lächerlich. Und das will ich einfach nur nochmal festhalten. Das ist Folter, das ist Mikrowellenterror und das interessiert keinen. Das sind irgendwelche hier auch Neureichen, die sitzen zu Hause. Andere sind heute hier zu irgendwelchen Veranstaltungen gelaufen, gewandert, wie Klüschen hier. Ich weiß gar nicht, zu so einer Messe, katholischen Messe oder so, habe ich ja früher auch schon gemacht. Das ist doch was Schönes. Das interessiert die alle nicht. Die gehen nur davon aus, Karfreitag, da machen wir nochmal richtig fertig. Genauso wie Heiligabend, gerade an so Feiertagen. Meinst du, das finde ich noch lustig? Ich kann mich absolut nicht in den ihren Kopf reinversetzen. Das ist krankhaft. Ich muss mal kurz gucken, ob die Kamera an ist. Das ist krankhaft, was die machen. Ja, ich meine, wenn der Stopp geht, dann bleibt der Film ja erhalten. Aber was die mir heute wieder angetan haben, also von gestern auf heute, und ich meine, die Leute in meinem Tagebuchblog da, die mich mobben, die sind mir eigentlich schon relativ egal. Ich mache da jetzt nochmal einen Spruch drunter, da sind sie vielleicht ein bisschen zufrieden.
und freuen sich, er hat mal kurz geguckt, aber ich lese mir den ganzen Kack gar nicht durch. Das ist typisch Netzlautsprecher. Und die machen nicht umsonst Druck. Vielleicht werden sie auch von denen bezahlt. Die müssen nicht unbedingt irgendwie nah verwandt oder nahestehend sein mit diesen Terroristen. Aber es ist gut möglich, dass die von diesen Terroristen bezahlt werden, dass die das machen. Oder ihnen musste, warum auch immer, selbst sowas widerfahren und deswegen sind sie jetzt so auf Rache aus. Anstatt sie uns zu unterstützen. Aber ich denke mal an Ärzten, dass die bezahlt werden, dass die das extra machen. Ich meine, ich habe im Internet mehrere Blogs schon verfolgt, wo Opfer ausgeschrieben haben und über Mikrowellen Stimmen hören und hin und her. Und da kam dann immer in einer gewissen Zeit einer und hat die richtig runtergeputzt. Ich habe auch aus einem anderen Fremdenforum herausgezogen gestern was, wie wirklich manche anonym durch Foren gehen, nur um mich, mein Foren oder überhaupt Herr Munzert, Mikrowellenterror, Frau Schunin oder so schlecht zu machen. Also wir, die sich am meisten dafür einsetzen, dass dieser Terrorismus bekämpft wird. Nur, ja, wir sind auch noch ein bisschen auf dem Laufenden, oder wie Harald, ach, weiß ich jetzt nicht. Es sind schon ein paar dabei, die wissen auch, was wir machen, also was sie tun, wie man das verbreiten muss. Aber da gibt es ja wirklich welche, die sind dem komplett unterlegen, die können sich nicht mal mehr selbst einschätzen oder die können die ganze Situation nicht mehr einschätzen, die lässt man gar keine Zeit mehr zum Denken. Die sind kein Herr mehr über sich und deswegen werden die auch meistens in die Psychiatrie dann eingewiesen, weil die halt sich nicht wehren können. Deswegen sage ich ja immer jeden, schützen, 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 ich schütze mich. Ich habe mir hier Silber, hier Kupfer gesprüht. Ja. Ein T-Shirt habe ich jetzt im Rucksack. Das ist schon krass alles. Ja, auf jeden Fall, ich bin heute mal rausgekommen und es ist richtig geil, Alter. Sieht mir, ich bin jetzt, hab mal halt am Steinbruch gemacht. Ich dachte, naja, da mache ich immer mein Tagebuch, damit man mich wenigstens so einschätzen kann, weil wenn man immer nur liest, was ich lese, was ich schreibe, das ist der letzte Dreck für mich. Das ist der letzte Dreck, was die mit mir machen. Die foltern mich richtig erbärmlich, die verbrennen mich und suggerieren mir dann Dinge ein, befehligen mich, also sie fordern mich auf, wütend zu werden oder so und ich muss mich bei Gott mit allen Mitteln dagegen setzen, nicht, also mitzuticken, also nicht dem nachzugehen. Und ich will jetzt auch mal sagen, also viele sind deswegen schon amok gelaufen. Das will ich gar nicht mehr verschweigen. Ich weiß nicht. Winnenden will ich jetzt mal ausschließen. Ich meine, das ist noch Schule und Schule. Niederländen mache ich mir zum Beispiel mehr so. War vor 2 Jahren auch erst was, wo einer in eine Königsfamilie mit einem Auto reingefahren ist. Also irgendwie war so eine Veranstaltung und da ist einer mit einem Auto frontal in die Menge reingefahren. Italien, Präsident Berlusconi. Der hat auch schon einen schiefen Dorn gegen den Kopf geworfen bekommen. Der ist jetzt in der Psychiatrie, der hat schon 2 Anschläge auf ihn gemacht. Und ihm sagen sie auch psychische Störungen nach Stimmhirn und sowas. Das sind welche von uns, die verfolgt werden, die keine andere Hoffnung mehr haben und keinen anderen Weg mehr sehen, als entweder Amok zu laufen. Oder sich halt auf diese radikale Art und Weise an die Politik zu wenden. Und mal mit einem schiefen Turm oder italienischen Präsidenten zu werden. Ist ja auch so, es interessiert keinen großartig. Würde ich jetzt nicht behaupten. So. Ich weiß einfach nicht. Ich will gar nicht darüber was. Ich will einfach mal hineinwerfen, mit was ich hier zu tun habe. Oder wir allgemein, wir Opfer, wir Geschädigten, wir Verfolgten. Ich meine, im Prinzip ist jeder hier ein Opfer. Ich freue mich ja nur durch die Gegend zu liegen und die Leute werden attackiert, werden geschossen. Das ist schon ein hartes Ding. Das muss man auf jeden Fall mit klar kommen. Werden sich viele dafür schon umgebracht haben. Das ist wie ein LSD-Trip. Das denke ich mir zumindest. Und deswegen schreibt man das auch unter Halluzination. Deswegen gebe ich das auch zu. Das sind Halluzinationen. Nur die werden mir ja angetan. Das ist eine Gehirnwäsche. Das wird mir eingefügt. Elektromagnetische Strahlung. Nicht anders. Und wenn das weg ist, kommen wir wieder zu mir. Dann sieht ihr, ich bin ja auch beiderseits. Ich weiß ja, was ich tue. Ich meine, ich kämpfe lange noch. Ich weiß, wie ich vorangehe. Aber trotzdem bin ich auch anfällig. Also,
und muss mich dann halt dementsprechend verstecken. Wenn die was wollen, dann kriegen die das. Und ich meine, ich habe schon mindestens drei Mordversuche waren an mir freistattet. Will ich jetzt gar nicht erklären, wie oder was. Habe ich mir auch hingeschrieben, habe ich gar keine Lust, jeden Tag darüber nachzudenken oder überhaupt, wie froh ich noch lebe. Noch nicht behalten. Ich habe mir halt einen gewissen Satz Sicherheit schon geschafft. Ich habe CIA, ich habe BKA, BND, Interpol, ich habe sie alle angeschrieben. Ich habe sogar schon über das BKA eine Anzeige aufgeben können. Und ja, keine Ahnung. Schwieriges Thema. Weltweiter Terrorismus. Ich kann noch nicht mehr dazu sagen, was soll ich denn? Es tut mir irgendwie weh schon, ich weiß nicht. Aber ich schaffe das. Ich halte das durch und ich schaffe das. Und weiter, weiter, weiter. Das ist das Ding. Man muss immer bei der Sache bleiben. Man muss immer weiter, weiter, schneller, schneller. Man darf nicht stehen bleiben. Das ist wie in der Hölle. Nicht nach hinten gucken. Immer weiter, weiter, schneller, schneller. Immer eine Beschäftigung oder irgendwas. Das hat mich in den ersten 2 Jahren am Leben gehalten. Ich war nur unterwegs, immer weiter, weiter, weiter. Und jetzt kann ich mich halt auch mal ausrufen. Unter meiner Abschaltung. Aber meine Maus treffen sie mittlerweile wieder ganz gut. Aber irgendwie schießen die dann immer, weiß nicht. Also die kommen oft in meine Hand und das ist dann so richtig betäubender Strahl in meine Hand rein. Und ja, Maschine. Dann geht die, bim, 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 geht die Maus wieder aus. Manchmal lassen sie es ja, aber wo ich mich jetzt neu abgeschirmt habe, da ging es kurz. Also entweder sind sie nicht dran gekommen, haben es nicht wieder gefunden oder hatten gar keine Lust. Aber jetzt haben sie es wieder gut erfasst. Ich hatte auch ein bisschen Ferrit schon dran gebunden. Das war auch nutzlos. Also es hat keine Wirkung. Ich muss nochmal einen Infrarotlaser daneben. Dann funktioniert das auch. Irgendwie Infrarotlaser blockt die irgendwie ab. Keine Ahnung. Also besser als der Green Laser auf jeden Fall. Also besorgt euch Green Laser, Infrarotlaser und wenn es nur zum Aufzeigen für andere ist, was alles nicht für möglich ist. Aber ich würde jetzt mal eher einen roten Laser, Infrarotlaser empfehlen. Ja. Dabei belassen wir es heute erstmal. Infrarotlaser kaufen. Mein Control Abwehr. Da ist ein Green. Da ist Strut. Nur irgendwo ist Faulung und Lenkfeld. Katharinenberg, Diedorf. Irgendwo da hinten noch Heirut. Ja, auf jeden Fall herrlich hier. Sollte man mal besuchen, Thüringen. Vielleicht auch mal in meiner Nähe. Wer es ganz genau wissen will.